Haben Sie sich schon mal gewundert, warum einige Webseiten mehr Besucher haben als andere, warum Ihre Webseite vielleicht nicht genügend Besucher hat oder Sie damit auch keinen Umsatz in den Größenordnungen erzielen können, wie Sie es gerne hätten oder wie es sein müsste? Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Ich möchte im Gründerlexikon heute mal die erste Lektion dazu aufgreifen und Ihnen zeigen, wie ich da vorgehe, um genau solche Dinge zu beheben. Ja, guten Tag, erstmal Thorsten vom Gründerlexikon. Heute mal ein ganz anderes Format, auch ein anderes Thema. Ich habe mich entschlossen, etwas mehr technisch zu werden, auch hier im Kanal vom Gründerlexikon. Also, ich möchte erklären, was ich direkt auch im Gründerlexikon mal für Reparaturarbeiten vornehme, welche Fehler ich berichtige, warum ich das mache, was das für Erfolge dann auch erzielt, insbesondere beim Google Ranking, damit auch natürlich, wie viele Besucher ich bekomme und die ich letzten Endes dann auch in Umsatz umwandeln kann, warum ich das eben auch gerade tue, um diese zusätzlichen Besucher zu bekommen. Andererseits ist es auch nicht verkehrt, wenn man Fehler repariert, kann ich also von dem her nur empfehlen, die Webseite immer fehlerfrei zu halten. Ich habe mir heute mal ein ganz kleines, besonderes, überschaubares Thema zum Einstieg ausgewählt. Es geht um die Überschriften. Wie mache ich das überhaupt? Ich habe dazu mir mal ein kleines Online-Tool gegönnt und habe das am Start. Das Ganze nennt sich SEObility. Man kann aber auch andere Tools nehmen oder auch die Google Search Konsole, die auch das von Haus aus gratis von Google bietet. Warum, wieso ich jetzt das andere nehme, ist, es geht ganz einfach schneller. Bei Google wartet man noch recht lange auf neue Ergebnisse und man wartet darauf, dass Google das Berichtigte quasi überprüft und dann wieder als berichtigt nicht mehr als Fehler freigibt. Das kann ich auch mit externen Tools machen, aber wesentlich schneller. Ich kann also jetzt etwas überprüfen lassen, ich kann es berichtigen und kann im Anschluss direkt sagen, bitte überprüfe, ob ich es richtig gemacht habe. Und wenn ich alles korrekt gemacht habe, ist dann der Fehler aus dem System raus und wird mir nicht mehr angezeigt. Und das Ganze kann ich innerhalb von einer Stunde abwickeln. Da träumt man bei Google leider nur davon. Ich habe hier bereits die Unterseite aufgerufen, wo die problematischen H1-Überschriften dokumentiert sind. Hier oben sieht man also, ich hatte da meinen erheblichen Knick. Scheinbar habe ich da nicht richtig gecrawlt mit dem Tool. Im Moment stehe ich aber hier und hier sieht man schon einen kleinen Knick nach oben. Ich habe mich also schon verbessert. Hier hatten wir 36 Fehler, hier hatten wir irgendwo mal 40 Fehler. Hier haben wir über 400 Fehler gehabt. Gucken wir uns das mal an. Ich habe hier also insbesondere auf den Kategorieseiten, also Slash News, das sind da, wo die Nachrichten bei uns geschrieben werden, oder hier Slash Checkliste, wo die komplette Checkliste zur Existenzgründung quasi online gestellt ist, aber auch einzelne Artikel in der Checkliste und nicht zuletzt, ja, wieder ein paar Kategorieseiten. Da scheint also ein größeres Problem zu sein, dass es auf allen Kategorieseiten irgendwie fehlt. Und dann haben wir noch ein paar Checklistenartikel, also trotzdem übersichtlich. Es sind hier 12 Probleme gemeldet worden und ich sehe hier schon, es fehlt hier die H1-Überschrift, die eigentlich jede Seite, nicht eigentlich, sondern die jede Seite haben muss. Das ist so, als wenn im Buch eine Hauptüberschrift fehlt, ganz vorne. Da würde man sich auch wundern. Hier unten haben wir dann aber zu viele H1-Seiten, heißt, darf auch nicht passieren. Eine Seite darf nicht mehr als eine H1-Seite haben. Oder eine H1-Überschrift eher gesagt. Also zu viele sind nicht gut und gar keine ist auch Mist. Demzufolge versuchen wir das alles mal zu reparieren. Ich habe jetzt hier diese Seite schon aufgerufen. Das ist also die Startseite von den News. Hier sieht man wirklich, es gibt keine Überschrift. Da muss nur Überschrift rein. Das kriege ich ad hoc mit meinen Möglichkeiten jetzt nicht hin. Dazu erstelle ich also meinem Techniker ein Ticket. Das ist also jetzt im Prinzip für mich schon mal erledigt. So, was haben wir da noch für einen Fehler gehabt? Wir hatten noch auf der Checklistenseite, auch das schauen wir uns mal an. Das ist also eine Unterseite, wo bei mir automatisch die ganzen Punkte in meiner Gründer-Checkliste aufgelistet werden. Auch hier ist keine Überschrift A1 enthalten. Sieht natürlich blöd aus, darf nicht sein. Ich habe aber schon mal ein bisschen vorgearbeitet, habe schon eine eingefügt und wenn ich auf Aktualisieren klicke, sollte die jetzt auch erscheinen. Genau so. Gründer-Checkliste zur Existenzgründung. Und genau das ist jetzt auch so in Ordnung. Demzufolge habe ich dieses Problem hier schon gelöst. Das kann ich hier also auch durchstreichen. Weiß dann also, da brauchen wir nicht nochmal rangehen. Wenn das Ganze dann nochmal überprüft wird, sollte der Fehler dann nicht mehr auftauchen.
Jetzt gucke ich mir mal eine ganz spezielle Seite an, wo auch die H1-Überschrift fehlt. Wo ist sie denn? Hier haben wir sie. Hier sind schon einige Texte geschrieben worden, auch ein Inhaltsverzeichnis, also insgesamt ganz gut. Aber komischerweise geht die Seite nicht mit einer H1-Überschrift los, sondern hier mit einer H2-Überschrift. Auch hier habe ich schon mal vorgearbeitet. Ich aktualisiere die Seite mal und siehe da, jetzt wird die Überschrift fett. Und ich kann es auch prüfen, einfach mal markieren, untersuchen und dann sehe ich hier im Browser eine H1-Überschrift angezeigt. Auch hier zeigt es mir das direkt, ist also von dem her erledigt, kann ich schließen und auch in der Übersicht hier ein Häkchen setzen. So macht das Spaß, einfach Probleme abhaken. Dann haben wir in den Kategorieseiten, in den News, genauso wie auf der Startseite hier plötzlich eine fehlende Überschrift, also egal wo ich hier klicke, auf Studien, auf Termine, Buchführung und so weiter, überall fehlt diese H1-Überschrift. Ich denke, das ist also ein technisches Problem und das muss der Techniker im Prinzip klären. Das Ticket dazu hat er ja bereits, deswegen kann ich auch diese Seite mal schließen. Ich arbeite dann eben immer so, dass ich, was ich erledigt habe, abgehakt habe oder schließe und schon komme ich richtig gut voran. Hier allerdings hake ich es noch nicht ab, weil der Techniker hat es ja noch nicht behoben. Ich gehe dann einfach mal in die Dinge, in die Themen rein, wo ich selbst noch mal Hand anlegen kann und kann was reparieren. Das sind dann hier diese Seiten, wo zu viele H1-Überschriften vorhanden sind. Ich habe sie bereits geöffnet. Das ist also hier diese Seite. Da geht es um die Privatpersonen, ob die Rechnungen schreiben können. Und da ist mittendrin, beziehungsweise hier unten, nee, mittendrin war es hier, eine Box, die wohl auch als H1 deklariert ist und das ist natürlich nicht in Ordnung. Ich glaube, hier diese war es. Sieht man jetzt zwar gar nicht, ich habe es vorbereitet, drücke auf H1, habe daraus dann eine andere Box gemacht, die dann eben nicht mehr H1 hat, sondern hier in dem Fall H2. Ich prüfe das jetzt nochmal schnell. Rechtsklick, untersuchen und jawohl, siehe da, das ist H2. Also auch das für mich erledigt, hakele ich das ab. Und macht das dann auch hier in dem Bereich. Auch hier sieht man auf der Seite, das sieht man schon mit dem Auge dann irgendwann, dass das besonders große Überschriften sind. Und auch hier habe ich vorbereitet, habe aus der H1 eine H2 gemacht, das Problem damit erledigt und kann es hier demzufolge auch abhaken. Letztes Problem, auch eine H1, die zu viel ist. Ja, dies war hier mittendrin, da habe ich also zwei Artikel zusammengeschoben und hier diese Überschrift war auch in H1, habe da bereits eine H2 draus gemacht und damit das auch erledigt. An der Stelle sehe ich hier sofort, hier ist eine Tabelle drin. Auch hier habe ich nochmal dafür gesorgt, dass diese Tabelle responsive ist. Das heißt, wenn ich mit dem Smartphone auf diese Seite komme, ich schalte das jetzt mal um, ich simuliere das jetzt einfach mal, dann sollte diese Tabelle hier responsive sein und sollte nicht dazu führen, dass die Seite irgendwie auseinandergeschoben wird, sondern also für mobile Seiten sollte die schon anzeigbar sein und sollte eben, ja, hier habe ich dafür gesorgt, dass also so ein kleiner Scroll-Button da unten drin ist und damit auch diese Webseite für Google oder für mobile Endgeräte gut lesbar. Das kann man also auch ganz schnell mal mit dem eigenen Handy testen und wenn man dann merkt, wow, die Seite wird plötzlich komisch, also die Schrift wird zu klein, ich kann sie kaum noch lesen, aber die Tabelle ist vollständig drauf, dann weiß ich, die Tabelle ist dafür zuständig, dass das Ganze mobil nicht lesbar ist und dann muss ich mich um die Tabellen kümmern. Dasselbe passiert auch, wenn ich Videos drauf habe und habe das nicht richtig responsive eingebunden. Das sollten Sie auf jeden Fall machen, wird aber auch in dem Tool hier an separater Stelle nochmal als Fehler behandelt. Ich kann es an der Stelle jetzt erledigen. Hier oben sieht man nochmal, im Tool selbst, warum sollte man das optimieren und warum ist das wichtig? Und man kann hier wunderbar nochmal prüfen und auch filtern. Ich selbst also habe hier die fehlenden Seiten oder die Seiten genommen, wo H1 fehlt. Andere, es gibt auch leere oder zu kurz oder wo nur ein Wort in der Überschrift drin steht oder wo es zu lang ist oder wo die Wörter zu allgemein sind. Also das sind alles so Dinge, wo die Qualität im Prinzip nicht stimmt. Oder, wie wir schon gesehen haben, zu viele H1-Überschriften vorhanden sind. Alles das sind Dinge, die dürfen nicht sein, die muss man reparieren. Ich habe hier nur zwei Fälle gehabt, einmal wo es gefehlt hat und wo wir zu viele hatten. Ein Großteil davon habe ich erledigt, der Rest wird repariert. Ich habe jetzt an der Stelle meine Hausaufgaben gemacht
und gehe deswegen auf das Projekt und starte den Crawl einfach nochmal neu, um einfach diese Probleme überprüfen zu lassen von dem System. Und dann sollte ich auch wesentlich weniger Fehler bekommen. Das ist eben der Vorteil, wenn man das mit der Google Search Konsole macht, dann geht das nicht so einfach, dass man einfach mal Google veranlasst. Ich beende jetzt einfach mal die Präsentation, dass man Google veranlasst, starte bitte nochmal deinen Crawl neu und gib mir dann morgen gleich die Informationen. Es geht mit der Google Search Konsole, kann man das auch machen. Man kann auch Google sagen, ich habe jetzt die Fehler behoben, bitte überprüfe das, aber es geht halt nicht innerhalb von 1-2 Stunden. Hier bei mir im Gründerlexikon dauert das ungefähr eine Stunde, dann habe ich die aktuellsten Ergebnisse schon wieder vorliegen und die Fehler sollten behoben sein. Bei Google geht das halt nicht so schnell, deswegen arbeite ich lieber mit so einem externen Tool, gucke aber auch bei Google rein und das werde ich auch beim nächsten Video einfach mal gleichzeitig machen. Ich werde mal da was raussuchen und werde euch einfach mal zeigen, was man in der Google Search Konsole sich für Fehler anschauen kann, wie man die repariert und warum man sie überhaupt reparieren soll, wie man damit arbeitet. Also Schritt für Schritt werde ich hier mal so ein paar Sachen zeigen, wie man sie repariert und warum das gut ist und gebe euch mal so einen kleinen Einblick in diese Seitenoptimierung, weil nur so kann man seine Fehler finden, reparieren und auf Dauer mehr Besucher für die Webseite bekommen. Und was das heißt, hatte ich eingangs schon erwähnt. Mehr Besucher heißen immer mehr Umsatz, egal wie ihr die Umsätze generiert. Aber es ist die Voraussetzung. Und damit bin ich schon am Ende von diesem kleinen Video zum Thema Überschriften reparieren gekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das Thema weiß ich jetzt noch nicht. Das lasst euch einfach überraschen. Bis dahin, alles Gute, Thorsten von Gründerlexikon.